15 im ZDF. Wir informieren Sie. Die Nachrichten von heute Express, herzlich willkommen. In den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz versuchen die Betroffenen wieder ins Leben zu finden. In vielen Regionen zurzeit noch ohne Wasser, Strom und Gas. Viele müssen bei der Rückkehr in ihre Häuser erst einmal sehen, was noch zu gebrauchen ist, was von ihrem alten Leben noch übrig ist, wie diese Heimkehrer unterhalb der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Thomas Münden ist vor Ort in der Nähe in Zwistal. Auch dort sind die Bewohner erst seit gestern in ihren Häusern. Paradoxerweise ist jetzt das gute Wetter das Problem, oder? Das ist tatsächlich so, denn durch den Sonnenschein verhärtet sich der Schlamm, den die ganzen Flüsse und Bäche, wie zum Beispiel hier der Orbach, angeschwappt haben. Und das wird steinhart und ist dann kaum noch aus den Häusern zu entfernen. Insoweit heißt es jetzt schnell sein. Es ist blauer Himmel, die Sonne scheint wolkenlos. Und man kann im Moment ja nur versuchen, mit dem zu arbeiten, was man hat. Elektrische Geräte gehen sehr schwer. Das heißt, es bleibt eigentlich nur Schaufel und die Bagger und Radlader, die im Ort unterwegs sind. Überall wird gesägt, überall hört man den Baulärm. Schlimm ist es natürlich auch für den Supermarkt hier im Ort durch die lange Abkopplung von der Stromversorgung, wie das bei vielen Supermärkten und Lebensmittelläden der Fall wäre. Alles, was in den Läden drin war, ist inzwischen natürlich verdorben, muss entsorgt werden. Das heißt, auch bis da wieder die Versorgung in Gang kommt, wird es sicherlich noch dauern. Aber zumindest hier ist in einigen kleinen Städten, Straßen wieder ein bisschen Strom. Im Supermarkt hier zum Beispiel ist eben der Strom wieder angegangen. Das lässt hoffen, dass man da vielleicht dann zumindest die Nahversorgung der Leute, die hier natürlich auch Versorgung brauchen, wieder aufnehmen kann. Soweit aus Zwistal, zurück nach Mainz. Vielen Dank, Thomas Münden. In den Flutgebieten gehen die Schäden nach ersten Schätzungen in die Milliarden. Allein bei Straßen und der Bahn schätzt sie der Bund auf 2 Milliarden, wie hier im Berchtesgadener Land. Die Schäden an Häusern und Geschäften sind noch nicht klar zu beziffern, solange aufgeräumt wird, wie hier in Bad Münstereifel. Bundeskanzlerin Merkel will am Mittag mit den Betroffenen sprechen. Die Bundeswehr hilft in vielen Orten beim Wegräumen und Aufräumen, aber nur so lange, bis die gröbsten Hindernisse bei der Wiederherstellung der Infrastruktur beseitigt sind. Alles Weitere sei dann die Aufgabe der zivilen Helfer, etwa von Feuerwehr und THW, so der Bundeswehrverband im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Wir haben es in den Bildern gesehen, dass gerade Bergepanzer, auch Hubschrauber eine Fähigkeit sind, die natürlich nur die Bundeswehr bei uns hat. Weder Feuerwehr noch THW verfügt über solches Gerät. Als Konsequenz aus der Hochwasserkatastrophe fordern die Landkreise in Rheinland-Pfalz ein Warnsystem mit neuen Sirenensignalen. Die digitale Alarmierung funktioniere nicht, wenn kein Ton da sei, sagte der Direktor des Landkreistages Müller. Die etablierten Signale, zum Beispiel bei Fliegeralarm, seien nicht mehr zeitgemäß. Die Präsidentenwahl in Peru ist entschieden. Der Linkskandidat Castillo konnte sie mit nur 44.000 Stimmen Vorsprung für sich entscheiden. Das teilte das Wahlgericht des südamerikanischen Landes 6 Wochen nach der Stichwahl mit. Die Gegenkandidatin Fujimori zog ihre Beschwerden gegen das Ergebnis zurück. Nach der Erstürmung des US-Kapitols von Trump-Anhängern im Januar gibt es ein erstes Hafturteil. Ein 38-Jähriger muss 8 Monate ins Gefängnis. Er bat um Entschuldigung und sagte, er schäme sich für seine Tat. Die Erstürmung sei ein Angriff auf die Demokratie gewesen, so der Richter. Im US-Bundesstaat Oregon sind durch einen riesigen Brand weit über 100.000 Hektar Wald und zahlreiche Häuser zerstört worden. Auch in Kalifornien wüten weiter schwere Feuer. Eines davon am Lake Tahoe ist außer Kontrolle. Eine nahegelegene Ortschaft musste deshalb evakuiert werden. Es ist das wohl größte Kulturprojekt Deutschlands. Das Berliner Humboldt-Forum öffnet heute seine Türen für Besucher. Fast 8 Jahre lang wurde das Berliner Schloss auf der Spreeinsel zum Teil wieder aufgebaut und erweitert. 680 Millionen Euro fielen am Ende an. Hinter der barocken Fassade locken jetzt modernste Räume. Zu sehen gibt es unter anderem Ausstellungen zu den Themen Kolonialismus und Rassismus. Die ersten 100 Tage ist der Besuch kostenlos. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter bis zum Abend. Wechselnd bewölkt mit mehr Wolken im Norden, Schauer an der Nordsee und an den Alpen. Höchsttemperatur liegt zwischen 19 und 27 Grad.
Um 12 Uhr gibt es die nächsten Heute-Nachrichten. Jederzeit informieren können Sie sich auch mit der ZDF-Heute-App. Hier folgt jetzt Volle Kanne. Da berichtet ein Notfallmediziner über seine Eindrücke in den Hochwassergebieten. Ihnen noch einen schönen Tag. Deutschland im Superwahljahr. Die Spitzen der Bundespolitik im Gespräch. Theo Koll trifft CDU-Chef Armin Laschet. Die Sommerinterviews, Sonntag 19.10 Uhr im ZDF. Wir informieren Sie. Tokio. Es ist soweit. Wir haben so lange gewartet. Großer Sport. Große Momente. Hier messen sich die Weltbesten. Und wir sind dabei. Ab Freitag 12.10 Uhr die Olympischen Sommerspiele im ZDF Sportstudio Live. Dienstagvormittag, herzlich willkommen zu 90 Minuten Unterhaltungsservice und Wissen live aus dem Volle Kanne Frühstücksstudio. Heute schocken wir Sie und zwar mit, Achtung, Artischocken.